Hallo zu Ihnen daheim und guten Abend. Grüezi miteinander. Röni, was schreibst du denn dort? Ich schreibe mein Kochbuch fertig, weißt du? Beim Kochen und Essen das Reimen nicht vergessen. Jetzt brauche ich noch ein Rezept. Und das mache ich heute aber Lade von mir nicht stören. Mach nur. Passt super, wir haben ein ganz edles Gericht. Wir machen Safrannudeln mit Fisch und das sind meine Zutaten. Starte ich gerade mit den Safrannudeln, dann habe ich Salzwasser aufgesetzt. Jetzt kommt der schöne Safran drin, der ist schon rot und wenn es drin geht, ist schön gelb. Das tut natürlich den Nudeln ein super Aroma geben und auch eine Farbe. Ich koche jetzt schön, dass sie noch Biss haben und dann sind sie servierbereit. Beginnt es draußen mal zu hudeln. Machen wir uns feine. Ja, da kommt mir schon etwas in den Sinn. Früher war alles besser, als die Teigwaren noch Teig waren. Ich mache hier gerade mit dem Gemüse, das für einen Fisch kommt, dämpfe ich auch von Dämpfen. Da habe ich bei der Buntzwiebel das Grüne geschnitten. Das kommt dann als Garnitur oben drauf. Und das Weisse nehme ich jetzt gerade als Grundlage vom Gemüse zum Dämpfen. Stangensellerie und Fenkel gebe ich dazu und tue das schön andämpfen. Von diesem Safranwasser nehme ich ein bisschen und leere das hier rein. Bei diesem Rezept, ich am meisten plange, ist der Sellerie von der Stange. So. Gut, ich tue hier Zitronen- oder eben Limettenschalen drin raffeln. Limette. Ja, komm, mach noch weiter. Okay, habe ich dir die gerade gegeben, du könntest mir noch den Saft rauspressen. Ja. Ich gebe noch zur Verfeinerung ein bisschen vom Wermut drin, gibt ihm ein riesig gutes Aroma. Und der Limettensaft, der kommt dann auch noch gerade drin. Jetzt sehen wir. Ja. Gerne, danke vielmals. Es ist recht viel Flüssigkeit. Das lasse ich jetzt auf die Hälfte einreduzieren. Und nachher kommt anschließend der Soßhalbrahm drunter. Und dann wird der Flunder noch draufgelegt und schön weich garen. Jetzt habe ich eine mit Limetten. Susanne hat vergessen, die Limetten auszupressen. Ui, Nestle muss ja krampfen. Jedes Kind kennt ja wahrscheinlich Nestle. Wir wollten aber wissen, was den Leuten spontan zu Nestle in den Sinn kommt. Schocke zum Trinken, Schocke zum Essen, einfach. Marke, Qualität, die ich nicht lange überlegen muss. Ah, Babynahrung. Nescafé. Etwa noch Senf habe ich gesehen, machen sie ja gerade. Schocke und Wöwe. Nestle weltweit. Alles, was hier gesagt worden ist, stimmt. Nestle ist aber noch viel mehr als das. Immer wenn man Lust hat auf Genuss, Lust auf Wachsen, Lust auf eine Pause, Lust auf etwas Einfaches oder Lust auf Wohlbefinden, ist ein Produkt von Nestle mit im Spiel. Während der beiden nächsten Wochen kann man bei der Promotion Nestle Le Petit Plaisir von Aktionspreisen auf praktisch dem ganzen Nestle-Sortiment profitieren. Es gibt auch einen Wettbewerb mit tollen Preisen und Informationen über die gesunde, moderne Ernährung. Und wir sind wieder zurück beim Kochen. Wenn wir schauen, wie es im Fisch geht. Ah, der ist schön am Fertig, am Garen. Ich habe noch den Soßenrahmen drunter. Und jetzt kann ich hier schon mal die Teigwaren anrichten, die Safrannudeln. Es ist natürlich ein riesiger, schöner Farbtupfer so, mit dem Safran. Das lohnt sich halt schon, etwas mal ins Wasser zu tun. Und hier tue ich den Fisch auf die Seite. Das ist ganz delikat. Dann kann ich das Gemüse anrichten. Und jetzt noch den Fisch. Gerade jetzt hier die Kombination von Stangensellerie und Fenchel ist absolut herrlich. Und mit dem Fisch und mit dem Safran zusammen ein Klassiker. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Garnitur drauf, die ich am Anfang auf die Seite tue. Das ist vom Buntzwiebeln, das Grüne. Und jetzt, unsere Nacht ist zu Weg. Ich wünsche Ihnen einen guten. Das Rezept ist noch zu lesen in der GoP-Zeitung oder im Internet. Für den Flunder war es ein grosser Krampf, als er harren musste da im Dampf. Ach, das ist ein Wüt. Und René, wann kommt dein Buch raus? Ich glaube gar nicht, Susanne. Was, ich kann nicht reimen. Einmal nicht hier im Studio, vielleicht zu Hause. Hey, es reimt sich ja. Ja, genau. Was ist denn los? Was habe ich auch? Einen schönen Abend. Tschüss und... Ciao. Genau. Hey, aber da kommt doch lieber noch wieder an. Das ist im Fall. Es kommt gut, wirklich. Das kommt gut, ja. Also.